Jesus, nimm die Hand ab, Mama. Nimm die Hand ab, Mama. Hand ab, Mama. Hi, herzlich willkommen zurück zu Let's Battle. Ding, 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 ding. So. Ja, ich weiß, von welchem Berg sie uns gesehen haben. Sie haben uns von der Sanddüne gesehen. Gefunden. Und wir haben uns überlegt, ob wir drauf sollen oder nicht. Ja, ich bin für wegrennen. Die Taktik, dass wir nicht draufgehen. Ich bin für die Pussyhühnchen-Taktik. Ja. Und der eigentlich immer am meisten Angst hat, ist dafür, dass wir eiskalt reinstürmen. Wie ein Bombenkommando. Obacht, vielleicht kommen sie von der Höhle da, Alter. Ja, deswegen habe ich ja vorsichtig geguckt. Hat er. Hat er oder hat er nicht? Das ist wirklich eine gigantische Aussichtsplattform, Brudi. Mhm. Ach, ich weiß glaube, welche das ist. Was? Ja, Maxle und Tom haben uns doch erlaubt, ihre Folge zu gucken, wo sie gestorben sind, also die vorletzte. Ja. Das ist, glaube ich, ihre Plattform, die gebaut haben. Okay. Die sind Maxle und Tom gestorben. Ey, ich hab eine Idee. Du wirst mich dafür vielleicht hassen. Lass in die Höhle gehen, durchsneaken und wenn wir gehen weiter in die Richtung und wenn wir die Namen von denen sehen, dann kommen wir von unten. Aha, okay. Digga, wir sind so gefangen hier, ne? Das war so eine beschissene Idee, Digga. Lass mal wieder rausgehen. Wo bist du hin? Ich bin runtergesprungen hier. Wir ziehen das jetzt durch, Digga. Weil die sind in der Nähe vom Lavabad und die werden versuchen, uns in die Lava zu ballern. Deswegen, wir gehen jetzt durch die Höhle, wir gehen ja weiter in die richtige Richtung, weiter Richtung Norden. Das ist alles richtig. Wir brauchen aber Fackeln, Digga, ich sehe doch nichts. Danke. Einfach nur ganz trocken, plopp. Ja? Tut mir leid, wenn das jetzt wirklich so ein bisschen ruhiger ist, Leute. Aber die Fackeln verraten uns nur. Ab sofort mache ich keine Fackeln mehr. Nein! Tut mir leid, wenn das... Mach die Softbox aus, Mann! Geht aber nicht. Mensch, sieht's bildkacke aus. Mach schnell jetzt. Ich mach da einen Übergang, weil du nicht ans Sneaken musst dann. Shit, Alex. Mhm. Wir haben ein Problem. Was denn? Das ist ein Enderman direkt unter uns. Billy. Nee, das ist nur wieder laut. Dann lass ihn. Andere Richtung, wir gehen lieber zum Enderman. Weil der macht ja eigentlich nichts, oder? Nicht angucken, einfach an ihm vorbeigehen. Lauf! Ich sehe einfach nicht. Lauf! Alter, ich glaube, der Enderman ist jetzt angry. Der ist mad, Digga. Digga, wo sind wir? Keine Ahnung, interessiert keinen, Digga. Ja, ich sehe halt nichts auf der Map jetzt. Ich hab die jetzt gerade aus, ne? Das weißt du. Ja, wir gehen Richtung Norden. Wir sind an dem Lavasee vorbei gerade. Okay. Warte, sei so ruhig, sei ruhig. Über uns ist gerade irgendwer gelaufen. Okay. Gleich buddeln sie sich hier rein, Alter. Da hinten ist Wasser. Ja, das hören wir ja. Boah, ich will nicht einen Wasserfall hoch. Du weißt, das ist nicht meine Stärke. Ja, vor allem können wir da nicht sneaken, ne? Ja, ich will kein Wasserfall hoch. Guck du mal ab und zu hinter uns. Ich habe die Augen vorne. Weil die sind halt neben der Lava gewesen vorhin. Warte, hier runter. Lass mal weiter in die Richtung da. Man trägt 17, Alter. Sie sind halt Richtung Lavasee gegangen. So, wir sind jetzt knapp an dem Lavasee vorbei. Und gehen jetzt weiter in die Richtung, in der ich denke, wo sie sind. Okay. Vertrau dir, Bruder. Ja, Mann. Der wird schon irgendwann unachtsam sein. Wir können uns auch langsam hochgraben. Das wäre schon nice, wenn wir die jetzt töten würden, Alter. Ja, Mann. Okay, hier ist Ende. Dann nennen wir einfach die Kings, Digga.
geht doch nicht ohne mich. Digga. Stell dir vor, die sind jetzt so direkt neben uns. Alter, dann geht's richtig ab, Bruder. Das Ding ist, du kannst mit der Waffe... Rechte Maustasche, ne? Schießen. Ja, linke Zoom. Also es ist genau andersrum als wie beim Shooter. Alter. Ich seh echt so gut wie gar nichts gerade. Ich sehe nur dich. Nee, lass, kann ich ruhig wegmachen. Es geht schon. Soll ich sie wegmachen? Nee. Sicher. Jetzt wird's interessant, Alex. Hier, Waffe. Waffe ziehen, Bruder. Ey, das ist so laut, ne? Okay. Und? Wer da? Knock, knock. Hier keine Namensschilder? Du? Nee. Hier ist auf jeden Fall der Lava-See, wo sie eben waren. Von hier haben sie auf uns geschossen. Okay. Da hinten. Schiss, und die sind jetzt darüber. Nein, guck mal nach links, da ist die Aussichtsplattform. Ja, ich sehe sie nicht, aber okay, ich vertraue dir. Ach, also Richtung Osten. Ja, da hinten. Digga. Ne? Oh! Das sind Pfeile! Das sind Pfeile! Was komm ist mit! Das sind Pfeile! Die schießen aus einer großen Distanz, komm mit! Sind die auf der Plattform? Keine Ahnung! Da ist keiner, oh. Digga, wir rennen weg! Digga, fuck! Wir können keinen Gegner angreifen, den wir nicht sehen, Digga! Ja, das ist auch behindert, die schießen mit der Sniper! Okay! Pass auf, hier ist eine Höhle! Ah! Oh. Das war das Skelett! Ja, gut! Oh, fuck, Alter, ich hab nur noch 4,5 Herzen! Was?! Ja! Das hat. Die sind hinter uns mit den Pferden! Okay! Schieß! Nimm die Enderperle! Enderperle! Schieß! Nimm die Enderperle! Enderperle! Ich bin tot! Fuck! Enderperle hätte nichts gebracht, ich wäre gestorben! Nein, du hattest 4,5 Herzen, das war mehr als Nein, genug! Die haben mich doch gerade nochmal getroffen! Ach so! Sind sie hinter mir? Spawn und renn zur Base! Du musst zur Base rennen, Digga! Ich bin in der Base! Ja, perfekt! Oh, die sind da oben! Bei uns an der Base? Ja. Die wissen nicht, dass unsere Base da ist. Fuck! Ich renne in die Höhle. Ja, nimm ein Schwert mit oder so. Nimm irgendwas mit. Ich kann nichts mitnehmen. Die waren direkt vor der Tür, Bruder. Nein. Doch. Bau doch den scheiß Stein ab. Fuck! Ja, aber direkt zweimal töten ist halt Abfuck, ne? Oh, die verschonen mich. Ich renn weg, Digga. Ich komm nicht wieder. Renn, Bruder. Ah, fuck, wir sind weg. Alter, dass die uns so früh gesehen haben, obwohl wir aus der Erde gekommen sind, Digga. Wie? Alter, Latz. Digga, wie haben die das gesehen? Ich geh einfach in die Höhle, Mann. Mir scheißegal. Die looten jetzt komplett unsere Base, ne? Ja, unsere Base in Anführungszeichen, ne? Also das Wichtige hoffe, haben wir noch. Nicht, ey, wenn die nicht die Kiste finden, wäre richtig nice, Alter. Ja, die haben gar keine Zeit zu suchen, Digga. Shit, Alter. Ja, ich hab noch geschossen, aber ich glaube, ich hab da nur das Pferd getroffen. Du hättest dich vielleicht umdrehen. Ach so, ich wollte gerade sagen, du hättest dich vielleicht umdrehen sollen. Ich hab mich umgedreht. Weil die haben mich nochmal getroffen und Enderperle wäre, glaube ich, echt scheiße gewesen. Digga? Ja. Nevermind, hat sich erledigt. Als ich habe auf einmal so den Background-Modus angemacht, ne, dass ich halt nach hinten gucken kann. Und auf einmal standen sie direkt hinter uns mit den Pferden. Erst haben wir sie gar nicht gesehen und auf einmal sind sie direkt hinter uns, Alter. Und ich frage mich, von wo? Aber das Witzige ist, weißt du, wir machen hier noch voll die Ansage. Ja, wir zerlegen die jetzt so. Shit, Alter. Ich bin im Dorf. Okay, ja, ich würde jetzt nicht zur Base kommen, ne? Nee, Digga, ich bin am Worldborder hinterm Dorf, Digga. Wenn die mich sehen, wenn die mich sehen, dann nehme ich auf jeden Fall einen mit. Das verspreche ich dir. Für dich, mein Freund. Wer hat dich getötet? Domse oder Fix? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe nicht unten hingeguckt. Aber ich glaube, ich habe irgendjemand sein Pferd, habe ich ziemlich. Getroffen. Die haben Dia, die Pferde. Wahrscheinlich hat es wieder nur so zwei Herzen abgezogen. Nein, das Problem ist, die Pferde haben Dia-Rüstung. Die haben in der Hölle alles für Pferde gefunden, Digga. Wahrscheinlich ist echt der Home Waypoint. Den muss ich doch hier eigentlich sehen, oder? Ja, setz einen neuen, scheißegal. Nee, ich hab doch noch einen, das ist ja das. Ja, ich kann ja jetzt gerade mal schon auf die Minimap gehen. Alter, das war richtig nah bei unserem Haus. Das wusste ich gar nicht, hab ich gar nicht realisiert, Digga. Das war so richtig nah. Also ich sehe ja gerade mein letzten Ding.
Digga, die haben die Dingens gehört. Die haben locker den Creeper gehört und haben dann gesagt, ey, die sind unter uns. Ey, wenn die in meine Richtung kommen, ich verspreche dir, einen nehme ich mit für dich, mein Freund. Ich hoff's. Wenn ich's mal wieder nicht schaff. Ich hab noch genug Eisenspitzhacken, ich buddel mich unterirdisch zu dir. Okay, jetzt kann ich sie wieder anmachen. Brody, machen wir das so? Ich buddel mich zu unserem Waypoint, ist das ein Deal? Ich würde es nicht machen, ich glaube, die warten da noch. Ich komm unten zu dir in die Höhle. Ja, okay. Weil die waren halt direkt vor unserem Haus, ne? Und ich habe auch jetzt nicht mehr viel Essen, ne? Weil ich habe ja hier gar nichts zu essen. Beweg dich so wenig wie möglich. Ja, ich sneak. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat nur meine Enderperle gerettet. Ja. Ja, wahrscheinlich gucke ich nachher wieder so die Folge und es hätte doch gereicht für die Enderperle. Aber die waren vielleicht... Übrigens, ich habe nicht 2,5 Herzen verloren, sondern nur 2. Ja, okay. Ja, vielleicht ist es mittlerweile in der 1.8 so, keine Ahnung. Ja, ich weiß nur, als ich mich umgedreht hatte, waren die so vielleicht spielmäßig 3 Meter von mir weg. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin halt... Das Problem ist halt, ich bin immer so ein bisschen schneller als du, ne? Ja. Pass auf, jetzt verstehe ich mich wie in der ersten Staffel in der letzten Folge. Wer ist, Alter? Hier über mir ist gerade direkt der Waypoint. Okay, hörst du was? Siehst du was? Nee, ich sehe gar nichts. Die sind wahrscheinlich doch weiter. Ja, oder die gucken. Die searchen mich, aber ich habe mich gut eingebaut. Die werden, also ich habe das Loch, wo ich reingegangen bin, habe ich wieder zugemacht mit Steinen, die man nicht erkennt. Also die werden das Loch auf jeden Fall nicht finden. Wenn doch, dann ey, fuck the system, dann hat er X-Ray an. Ey. Ach also, Mann, mich nervt das gerade, dass ich jetzt von unserem Team zuerst gestorben bin. Aber, ja, ich bin halt der PvPler. Wir müssen uns demnächst nochmal... Ja, noch mal das hatte ja jetzt nichts mit PvP-Künsten zu tun. Die kamen auf einmal außen nichts. Und ja, ich hab ja auf sie geschossen. Und die haben beide auf mich dann geschossen, glaube ich. Ich weiß nicht, wäre es anders gekommen, hätten wir auf sie geschossen? Was? Wäre es anders gekommen, wären wir nicht weggerannt. Dieser Hinterhalt hat mich einfach so gefickt, weil ich halt eher gerne nachdenke, bevor richtig, ich das mache. Also da muss man echt Props geben, das war richtig gut. Also unsere Idee war jetzt auch nicht die blödeste, weißt du? Ja, aber die haben uns halt irgendwie früher gesehen. Ich denke einfach, es lag am Creeper und dass wir einmal durch Wasser geschwommen sind. Weil nach dem Creeper haben die einfach gewusst, dass wir unterirdisch waren. Ja, Dom ist ja sowieso, Alter, der sieht ja alles, ey. Er ist auch so paranoid. Paranoid! Oh, hier ist ein Ding, wo wir mal eine Folge aufgehört hatten. Wie bitte? Ich bin gerade an der Stelle, wo wir mal eine Folge aufgehört hatten. Achso, sag mal, ja, dann sag tschüss. Du bist raus aus dem Projekt. Alex, ich habe jetzt noch die 3 Leben. Ohne dich bin ich viel besser. Ja, das will ich sehen, wie du das alleine reichst. War das überhaupt hier? Sei mal ruhig. Ist das ein Slime oder ist das ein Pferd? Keine Ahnung. Ach, shit, Mann. Digga, das Unterirdische, ne? Ohne Witz, das ist gerade so intelligent. Digga, haben die das eingesammelt, was wir hatten? Keine Ahnung. Ich bin mir nämlich nicht sicher, weil die sind halt einfach nur mit dem Pferd drüber und ich weiß nicht, ob man mit dem Pferd alles einsammelt. Die sind halt direkt hinter uns hergestratzt, ne? Ich bin noch da. Er hat wahrscheinlich wieder Legs, denke ich mal, ne? Achso, Neben mir ist irgendwo eine Höhle, ich versuche die zu finden. Oh Gott, hast du mich gerade erschrocken? Ich hab Gold, das bringe ich mit. Warum hab ich dich erschrocken? Weil du gerade... Okay, gut, Leute. Oh, ich hab genug Gold für einen Goldapfel. So, Leute, es tut mir leid, dass wir heute hier getrennt ein Ende finden müssen. Ja, leider. Ja, wenn es euch gefallen hat, zeigt's mit einer Bewertung. Wenn nicht, dann nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Tschüss.